Herzlich willkommen zu meinen Geschichten aus den 50er und 60er Jahren unter dem Titel Opa, erzähl mir von früher, so wie mein neuestes Buch heißt. Ich möchte Sie jetzt zu einem Dia-Abend einladen. Da muss ich zuerst einmal erklären, was überhaupt ein Dia-Abend war. Ein Abend, an dem Dias gezeigt wurden, mit diesem Projektor. Dieser Dia-Projektor war ein Kasten mit einer starken Lampe und einem Objektiv, und mit Hilfe dieser Vorrichtung konnte man Dias an die Wand projizieren. Das waren so kleine Filmbildchen, die da eingeschoben wurden und dann auf der Leinwand zu sehen waren. Angeschaut hat man sich die Dias damals gemütlich im Winter im Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer stand sehr oft, wenn man sich's leisten konnte, damals schon ein sogenannter Mellerkamin. Dieser Kamin war ein Dauerbrandofen. Im Gegensatz zu den Öfen vorher, den kleinen Öfen, die wir da gehabt haben, musste man ihn nicht jeden Tag anheizen, sondern man konnte ihn über viele Tage heizen lassen, indem man eben oben immer wieder einen Koks einfüllte, und zwar mit Hilfe von eigenen Kokskübeln, und unten die Asche herausholte. Das Gute an unserem Dauerbrandofen war, dass er gleich mehrere Zimmer heizte. Er war eigentlich für das Wohnzimmer, das Kinderzimmer und das Schlafzimmer zuständig. Er war auch der einzig wirklich gemütliche Ort im Winter. Wir durften uns auch vor diesem Dauerbrandkamin waschen. Da gab es einen Waschtisch, den meine Mutter dann dorthin getragen hat. So eine Bank war das mehr oder weniger mit einem Lavur. Und da haben wir uns gewaschen, und daneben durften wir auch noch ein bisschen fernsehen, so dass wir auch sehr lange brauchten, um mit dem Waschen fertig zu sein. Und mein Vater sagte dann immer: Schlaft's nicht im Stein ein.